can raise suspicions. Act like the test driver doing a shakedown lap, and then dive out of the first exit you see. Das ist mal ein geiles Auto. Keep the speed up, or they'll call you into the pits and the gig is blown. Oh Mann, ey, wie sich das hier fährt. Pretty good at this. You seen an exit yet? I think there's one coming up. This is better work. Was ein langweiliges Rennen. Ich weiß, das ist jetzt nur der Testrun. Ferrari, keine Ahnung. Ah, 342 Topspeed ist schon gar nicht so schlecht. Genau, die springen da einfach alle so rein in das Rennen. Hirsch, I think Troy got wind of our plan. What? Yeah, I got Troy's guys all over my ass. Ja, und der fährt mit langsameren Autos hinter mir her, anstatt einfach vorne das zu verstellen komplett. Da muss ja nur ein Typ mit dem Maschinengewehr stehen. Achso, okay, wenn ich einfach, wenn er vergessen hat, die Tür außen zuzumachen, dann kann ich natürlich auch einfach rausfahren. Wir sind die anderen Autos viel schneller, wenn die hier da durchfahren. Ach, da war ein Auto zu wenig offensichtlich. Und der Helikopter fliegt einfach in die Richtung weiter. Obwohl die Straße hier die Wicken macht. Okay, dann fahre ich jetzt hier auf die Kleine. Ist natürlich, hier haben sie noch eine Straßensperre. Aber immer ein Auto zu wenig, ne? Perfekt. Oh, das Auge oben ist das All-Seeing Eye von den Illuminaten. Kämpfe ich hier gegen die Illuminaten? Kann schon sein, wo kriegt man sonst schwarze Autos ohne Nummernschilder her? Und was hat Ayman Abdallah damit zu tun? Drei, zwei, eins. Wuhu! Ein Zufall? Ich denke nicht, genau. Mission complete. Wenn das Auto so aussieht, dann habe ich gewonnen, glaube ich. Ja, Mons ist, glaube ich, auch die beste Medaille, ne?
Das ist ja kein richtiges Bronze, das ist halt eine Mischung zwischen Gold und Platin und es sieht dann aber so dunkel aus. Quasi so in so einer Art Supergold. Das Auto ist wieder schick. Sehr gut. I worked with better, but not me. Na gut. V6 is coming over later to collect our little gift. If all goes well, you're looking at the new V4 for the Midwest. And you, my friend, just earned your 510 ink. Endlich. Ein Traum wird wahr. You did it, man. I'm V4 for the Midwest, and that means you, my friend, are a 510. You earned your ink, bro. Get it somewhere tasteful. Wait, that's it? I'm in. You're on the books. But now that you're official, I get the feeling you want to move up in the world. Just tell me what you need. A cat by the name of Eric Sue runs the East Coast for Shiv really badly. 510s are losing a lot of money over there, and I've promised to send a guy to help out. Fix the East Coast. That's your V2 right there. On it. Ach so, hier oben ist noch. Weiß gar nicht, ist jetzt aktiviert oder nicht? Aber da ist, kommt so das Grüne, also scheint das aktiviert zu sein. So, ich habe jetzt nur die Story-Missionen an. Das heißt, ich müsste doch eigentlich gucken, das müsste doch so ein blaues Ding jetzt sein, das neue. Dann ist das hier neu, nehme ich an. Level 11, ich bin Level 12, von daher sollte das ja eigentlich gehen. Okay, ich glaube, das mache ich noch. Und dann mache ich aber auch erstmal was zu essen. Jetzt muss er natürlich noch mal richtig lange laden, weil das haben wir ja gerade erst gesehen, wie es hier aussieht. Ich hab schon wieder vergessen. My name is Goku, ist hier ein Spieler. Das finde ich echt cool, das war die letzte Mal irgendwie nicht, dass so viele andere Spieler unterwegs waren. Auf was spielst du? Xbox One. Hey Flo. Da gab es ja mal kostenlos. Daher habe ich das. Das kann man ja durch die Cam nicht sehen, aber ich bin erst bei 155 Punkten, also ich bin noch ziemlich am Anfang. Glaube ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, was gut ist. Nein! Weiß gar nicht, gibt es eine Art Crossplay, wenn man kann nicht mit Leuten zusammenspielen, die PC oder PlayStation-Version haben? Das ist gemein, Leute zu fragen, die gerade wahrscheinlich das erste Mal zuschauen. Wahrscheinlich irgendwie zwei. Aber ist doch nicht so wichtig. Ey, vielen Dank fürs, ich komme gerade durcheinander, wie das überall heißt. Da ist es nicht verloren, oder? Oh Gott. Vielen Dank auf jeden Fall. Doch, verloren. Zoe. Okay, I'll admit it. I'm impressed. Hey, you mean you doubted me? Yeah, I'm not biting. Listen, this is just the first rung of the ladder. We've got to keep up this momentum. Okay, so what next? The Big Apple. I tracked down Dayton's old mechanic, Harry. Harry?
Jeez, he was like a father to us. Oh, hier ist irgendwas in der Nähe. Ich glaube, da fahre ich jetzt nochmal hin und guck mal, was das ist. Go far away from radios as possible. Okay, das hatte ich bisher noch gar nicht. Oh Mann, bei dem Verkehr. Schwierig. Nee, nur online. Nee, ist, der Bot ist dann oft auch nicht offline. Ich könnte es sogar so einstellen, dass man auch dann Kekse kriegt, aber macht ja keinen Sinn. Spielst du das auch, Flogo? Wie viele Punkte hat deine Karre? Klar kannst du das. Dürfte funktionieren. Ich kann natürlich Leute rausschmeißen, die schummeln. Also ich kann natürlich deine Punkte ändern, wenn ich will. Ich kann dir 100 Bonuspunkte geben, ich kann dir aber auch alle abziehen. Ich führe ja die Liste, also quasi als ob ich den Stift in der Hand hätte. Achso, du hast es dir für die 360 bestellt. Aber kommt noch, also noch nicht. Noch unterwegs. GTA-Style, Bitch. Achso, von dem Sprung. Irgendwie macht mir das gerade wieder voll Spaß. Ich finde es halt irgendwie voll trashig auf eine Art, aber irgendwie ist es auch lustig. Vielleicht mache ich mir gleich noch ein Bier auf und spiele eine Runde weiter. Wollte ja eigentlich den Schluss machen. Es ist so ein Spiel, wo man nicht so genau überlegen sollte, wie das alles funktionieren soll. Naja. Ah, okay. Das war nicht so gut. Und wie kam es jetzt darauf, dir das Spiel zu bestellen? Spielen das Kumpels von dir oder so? Weil ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht schlecht und es macht jetzt auch immer mal Spaß. Aber ich würde es jetzt auch nicht so richtig empfehlen. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, so kostenlos bekommen, weil ich halt Xbox Live Gold habe. Und wenn man halt dann eine Xbox One hatte vor einer Weile und Xbox Live Gold, dann hat man das bekommen kostenlos für die One. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, okay, es wird ein 10er oder so kosten, glaube ich, würde es jetzt nicht holen. Gamescom. Ich habe leider nicht viel von der Gamescom mitbekommen, weil ich ja unterwegs war. Aber ich habe ein bisschen Rocket Beans TV geguckt. Ich glaube, ich gehe da mal hin zu der Satellitenschüssel. Und das, was die Rocket Beans was gemacht haben, fand ich richtig, richtig geil diesmal. Also zumindest, was ich gesehen habe. Es lief halt so nebenbei irgendwie, wo ich da halt so ein bisschen am Packen war und war. Halt dann aber so einen ganzen Tag mehr oder weniger. Und es hat mir richtig gut gefallen. Ah, okay. Könnt ihr quasi zu zweit die Crew machen. Ist wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal lustiger, als wenn man jetzt nur alleine so spielt. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das so Crossplay ist. Also, ob du dann einfach mit einsteigen könntest, wenn du es jetzt hättest. Für die 360 oder dein Kumpel halt mit der PS4. Eine Gang, genau. Mal gucken, ich habe hier Nachrichten bekommen auf dem Handy.
My name is Goku. Das ist auf jeden Fall ein lustiger Name. Bin ja gerade wieder voll im Dragon Ball Super Fieber. Freue mich auf die nächste Folge. Ist hier irgendwas zwischen, dass ich der Straße folgen muss? Nö. Transformers 2 ist dein Lieblingsfilm? Das finde ich ja witzig. Ich glaube, ich kenne niemanden, der einen Transformers-Film mag. Aber seid ihr natürlich unbenommen. Ich habe keinen von den Filmen gesehen, weil die Kritiken, wie gesagt, so von Bekannten und so nicht besonders gut waren. Und dachte ich, okay, dann lasse ich's. Und daher habe ich da auch nicht wirklich eine Meinung drüber. Ist das da hinten links eine Achterbahn? Sieht so aus, wa? Jump! Das war nicht gut. Mein Lieblingsfilm weiß ich gar nicht. Spontan fällt mir immer Matrix ein. Also als der erste Matrix-Film rauskam, war wirklich so mindblown. Mittlerweile gibt es aber auch ein paar Filme, die ich wirklich immer und immer wieder gucken kann, die mich immer wieder begeistern. Unter anderem Memento, auch wenn ich den jetzt erst zweimal gesehen habe. Und dann gibt es auch so ein paar Klassiker, die ich einfach irgendwie immer und immer wieder gucken kann. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich so der große Filmkenner wäre. Also ich habe da nicht viel Ahnung von. Nein! Ah, aber Silber. Das ist eigentlich immer lieber ohne Links. Profile-Banner? Ich habe auch keine Ahnung, was du meinst. Watchmen ist auf jeden Fall auch ein geiler Film, ja. Würde ich, muss ich eigentlich nochmal sehen. Oh, das Smash to Target finde ich immer so schwierig. Weil die sind dann immer so teilweise über der Wiese und da rutscht das Auto einfach nur weg. Nein! Okay. Kannst du den Film streamen über Twitch? Nein.
Es muss schon mehr oder weniger der eigene Content sein, den man hier streamt. Wenn man nur was anderes streamt, dann machen die einem den Stream auch zu. Und es sollte um Computerspiele gehen. Es gibt zwar mittlerweile ein paar Ausnahmen mit Creative und Social Eating und bla. Aber sonst kommt es hier schon um Spiele. Halt mit Beamtassen. Um dein Phantom auszuleben. Skeletor is the most wanted. Na, dann soll er mal. Stirbt er an. Du mit deinem Stinkekäse. Ich glaube nicht, dass ich daran sterbe, wenn du eine Tasse machst. Auch wenn es schon ein bisschen strange ist. Aber sei dir unbenommen. Ja, ist jetzt auch nicht so tierisch spannend hier. Wo schickt mich denn das Navi hier lang? Katzen. Überleg, ob mir gerade selber was lustiges, kreatives einfällt, aber ich glaube nicht. Sie mögen keinen Schinkenkäse. Das kann gut sein. Hat jemand Katzen und kann bestätigen, ob sie Schinkenkäse mögen? Okay, das hier ist noch verbaut. Da fehlt mir anscheinend noch irgendwas. Raid? Okay. Ach, hier ist der Skeletor. Ach, so Streets of L.A. Werbung. Eigentlich spannend, für was sie da überall Werbung machen. Ach was, wurdest du von Twitch gebannt wegen zu viel Spam? Ach so, stimmt, ich erinnere mich, ja, ja. Wobei das für mich aussah, als ob das irgendein Fehler war. Das war irgendwie strange.
Nick. Harry was tough to track down. You better get there before he disappears again. Harry! Oh, Cutscene. Number. Hope they fight it out amongst themselves. Man, used to be this carried some weight. But these days. Oh no. Hell no. Not you too. Nein, ich schmugge mich doch da nur rein und hab deshalb das Tattoo. I promise, Dave. No, it's not what you think. It's been out 5 minutes and you got one foot in the Harry, shut your old ass up and listen. I'm hunting the guy that killed Dayton. I need your help, man. It's gonna be dangerous, and it's gonna be dirty. All I'm offering is vengeance. Nothing more, nothing less. Ach, da sind wir auch wieder bei Rache. For Dayton. Ja, die Cutscenes sind auch irgendwie cool gemacht. Ist jetzt nicht irgendwie die Superspitzenklasse, aber und teilweise ganz schön cheesy. Aber cool gemacht sind die irgendwie. Little spot we can use for our HQ. Should be good for handling business without anyone knowing what's really up. How much are you in debt for? Not much. How much is not much? Not enough for you to worry about. Okay, now I'm worried. How'd it start? Honestly, favor today. Seriously? Yep. He wanted to set up a legit business. Garage waiting for him once he left the 510s. Except he died. Except he died. Nein! Ganz knapp. Came to visit. Was trying to keep you safe. As long as the 510s didn't know who you were, they wouldn't bother looking. But they knew you were tight with Dayton. That didn't cause problems? You got no idea. But I got through. I'm a survivor. Oh Gott, schaff ich das? Nein! Ja, locker. Genau, cheesy. This will do nicely.